So, hier steigen wir wieder ein. Ja, Wolf war ganz klug und hat nicht die Aufnahmen pausiert, sondern sie versehentlich beendet und abgespeichert. Das ist natürlich toll. Oh, wir kriegen Hallo gesagt. Da sage ich auch Hallo. Ich hoffe mal, wir gewinnen. Ich würde nur ungern verlieren. Klar, kann man es manchmal nicht vermeiden. Ihr habt ja auch schon gesehen, wie ich mit dem Deck hier haushoch verloren habe. Aber das soll heute nicht der Fall sein. Heute sollen wir gewinnen und hier ein paar Booster abgreifen, damit ich Decks bauen kann. Ich würde ungern unsere ganzen Turniertickets hier verschwendet wissen. So. Erster. Dann holen wir uns am besten noch eins. Alle drei von unseren Knackracks sind da. Das ist gut. Dann holen wir uns auch gleich mal eins von denen. Unsere Sonderbonbons sind. Nur eins fehlt. Aber das ist nicht so schlimm. So. Jetzt hauen wir sie weg. The Flash, die Liebe. Ich muss mal was trinken, es tut mir leid. Wollte ich gerade, als das Turnier wieder weiterging. Nein. Ja, ich habe es befürchtet, deswegen habe ich Senna jetzt schon gespielt, weil wenn ich einen Kampffahnder ziehe, kann ich den trotzdem benutzen. Deswegen habe ich Senna jetzt schon benutzt, auch wenn es eigentlich noch nicht notwendig war. Und das ist kein Kampffahnder. Das ist doof. Aber wir haben ja hier immer noch Shaymin, der uns da auch was erlaubt zu ziehen. Das ist ein Kampffahnder. Den hätte ich gerne. Weil wir müssen dieses Gengar wegkriegen. Wir müssen gewinnen heute. Müssen. Also, wir können gar nicht anders. Ja, zack, da ist das erste von unseren Pokémon schon mal angeschlagen. Und hier ist wieder unsere Senna. Damit wir hier auch gleich losmachen können. Direkt unserer Gegnerin auf die Nase hauen. Kann man auch noch ausrüsten, das hier kann man auch noch spielen. Und da wir keinen Platz mehr haben, spielen wir das jetzt so. Ziehen mal ein bisschen was und rüsten auch gleich mal unser Knackrack aus. Wems erster Schlag. So. Ja, da kommt gleich wieder N. Ist aber auch nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja immer noch sechs Preiskarten und theoretisch haben wir wieder eine Senna zur Verfügung, wenn wir wollen. Dann kommt noch ein Mewtwo, das ist aber auch nicht schlimm, weil auch dieses Mewtwo kriegen wir mit einem Schlag weg mit Knackrack. Einzige, was wir nicht mit einem Schlag wegkriegen, ist das Kapu Fala. Oder das Mega Mewtwo, sollte es sich entwickeln. Und inzwischen jetzt das Psyana, das kriegen wir auch nicht tot. Ja, ich weiß, das ist hin. Lässt sich jetzt nichts dran drehen. Ist einfach so. Die ist jung. Das merkt man. Vielleicht so 10, 12, 14. Naja, 14 ist eigentlich schon zu hoch. Weil Leute, die so Sachen spammen, das sind meistens Jüngere. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, das ist einfach eine Tatsache. Weil Ältere machen so Spam-Aktionen einfach in der Regel weniger. So, jetzt hauen wir als erstes mal das Gengar weg. Ohne das Gengar haben wir jetzt schon mal zwei Preiskarten fertig. Das ist schön. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Und mit den Knackracks, da kriegen wir auch das Psyana schnell weg. Also seien wir mal ehrlich, wenn ich da gleich noch hier mit Miltank draufhaue, dann nimmt das schon mal ordentlich Schaden, dann sind schon mal 100 weg. Wenn ich hier mit einer Faustenergie arbeite, ist das Psyana auch ganz schnell tot. Und wenn ich meinen Flordelis ziehe, ist hier das Spiel eh vorbei, weil dann kann ich mir hier einfach das Mewtwo rausziehen und das umbringen. Ah, es hat uns verwirrt. Na, das ist doof. Das ist sehr doof.
arbeiten wir aber trotzdem damit und gucken mal, kriegen wir ein Flordelis? Nee, dann will ich das gerade gar nicht. Das Beste wäre echt so ein Flordelis und ein Kampffahnder. Also Kampffahnder haben wir ja schon, fehlt nur noch der Flordelis. Und wir hoffen jetzt einfach, dass es klappt. Nee, leider nicht. Weil dann kann ich immer wieder Pokémon rausziehen. Also dann könnte ich jetzt das Mewtwo umbringen, nächste Runde dann das andere Mewtwo. Und dann hätten wir gewonnen. Aber dafür brauche ich einen. Ein einzige Flordelis, um hier zu gewinnen. Ja, auch so ein Mewtwo X, das Mega Mewtwo X, das ist gar kein Problem, weil ich das mit Knackrack total leicht tot kriege. Es ist einfach so, es hat keine Chance gegen uns. Schönes Deck, ja, es ist ein sehr, sehr schönes Deck. Das muss an dieser Stelle mal gesagt werden. Jetzt überlege ich, ob ich angreife, mache ich nicht. Ich poker so ein bisschen drauf, dass ich noch den Flordelis bekomme. Und wenn nicht, das. Also das Psyana kriege ich tot. Das ist jetzt ungünstig. Obwohl, so ungünstig ist es eigentlich gar nicht. Weil das hier kann ich zurückziehen. Kein Problem. Alles noch im grünen Bereich. Jetzt hau ich hier nämlich gerade mal mit 100 Schaden drauf. Und da ist das Psyana nämlich plötzlich halb tot. Und das ist für unsere Gegnerin eine Situation, die jetzt nicht ganz so toll ist, weil sie kein Flordelis spielen kann. Das heißt, sie muss Miltank töten und dann zerlege ich das Psyana. Und wenn sie muss dann GX spielen, weil ich jedes X-Pokémon mit einem Schlag umniete. Weil ich ja hier auch den Extra-Schaden bekomme und so weiter. Ah, das ist eine gute Strategie. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass das auch eine Möglichkeit ist. Jetzt war sie aber doof, weil sie hätte Knackrack schaden müssen, damit Knackrack nicht überlebt. Wie viel Schaden kann sie damit machen? 10. Das heißt, es reicht nicht, um Miltank umzubringen. Nur fast. Es sind aber zwei Preiskarten, die sie nehmen kann. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber es reicht nicht. Es reicht hinten und vorne nicht. So, da haben wir nämlich unsere Energie wieder. Und da wir immer noch einen Knackrack übrig haben, ist der Schaden immer noch 100. Und wir nehmen zwei Preiskarten. Da haben wir noch einen Heiko, leider immer noch kein Flordelis, um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, aber das Vieh kriegen wir auch tot. Also ein Mega Mewtwo, das kann uns nichts anhaben. Man hier 160, 170, 180 Schaden pro Runde. Und es ist mit einem Schlag nicht tötbar. Ich weiß, dass tötbar in dem Sinne kein Wort ist, aber trotzdem. Es kann uns nicht auf einen Schlag umbringen. In dem Sinne, ja, Flordelis wäre halt cooler gewesen, aber ist jetzt nicht. Außer ich ziehe ihn jetzt noch, ne. Man wird hier wohl noch träumen dürfen. So, zwei Preiskarten. Ich weiß, worauf sie es abgezielt hat. Weiß ich wirklich. Sie würde jetzt am liebsten das Shaman rausziehen und besiegen. Ich muss gucken, dass sie das nicht schafft. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe auch keine Mapplagestapel, oder? Nee. Bringt mir also alles nichts. Ziehe ich jetzt nochmal Energie raus. In der Hoffnung, das klappt. Und zack. So, nächste Runde ist er tot. Frage ist, gibt es für mich eine nächste Runde? Das ist jetzt eine knappe Geschichte. Wenn sie ein Flordelis hat, bin ich erledigt. Das ist echt jetzt richtig knapp.
Aber ich würde spontan eher darauf tippen, sie greift meinen Knackrack an. Oder tauscht aus, weil sie Mewtwo nicht umbringen lassen will. Sie tauscht aus. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Das war's. Obwohl, das Vieh tauscht ja aus, ne, mit Dunkelblätter. Dann haben wir eventuell doch noch nicht gewonnen. Weil das da kriegen wir nicht mal tot. Aber ich kann das Milzern gerade mal so ein bisschen als Sündenbock verwenden. Also, wir haben noch 14 Karten. Das nutze ich jetzt aus und setze jetzt alles darauf, dass wir dann einen Flordelis haben. Haben wir. Aber keine Energien mehr. Dann muss das Miltang jetzt leider sterben. Oder wir müssen Energie ziehen. Aber ich glaube, wir haben nicht mal mehr welche. Was ist das jetzt für eine Aktion? Flordelis, okay, wir haben verloren. Schade, war eine knappe Sache. Wir hätten eine Runde früher den Flordelis gebraucht. Ist jetzt halt schade, dass wir die Turniertickets verloren haben. Aber die kann man ja recht schnell wieder gewinnen. Ist ja jetzt auch nicht die Welt. Ich meine, hier könnte ich jetzt kaufen für echtes Geld, aber will ich nicht. Aber hier, wenn ich hier dran teilnehme, dann kriege ich ja hier 3 Turniertickets für den ersten Platz. Ein Turnierticket jeweils, das geht. Also wenn ich da kann man recht schnell, sage ich mal, Turniertickets farmen. Ist jetzt halt schade, dass wir verloren haben, aber ist halt so. Ja? Man soll nicht über verschüttete Milch weinen. Moment, ich wollte mal in die Sammlung gucken. Hier hat sich nichts Neues ergeben. Da sparen wir auch lieber noch ein bisschen, bis die neue Erweiterung kommt. Ja, hier kann ich nämlich zumindest das da noch öffnen. Ich meine, es ist ja auch was. Macht mich trotzdem ein bisschen traurig, dass ich verloren habe. Vor allen Dingen, weil wir so dicht dran waren. Ich überlege, ob ich in dieses Deck noch einen zweiten Flordelis packe. Ich würde gerne eins von den Boostern öffnen, aber ich will die zum Tausch nehmen. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich mal jetzt mit dem neuen ein Tornupto-Deck machen. Und wenn ihr mal guckt, öffentliche Angebote, Tornupto. Dann kommt hier nur, ich gebe Tornupto. Ich bekomme aber keins. Ja, das wollte ich aber nicht. Hier, ich gebe Sonnenmond. Hier wollen sie nämlich 3 für 2 Tornuptos haben. Moment mal. 2? Ich habe 2 von denen. Interessant. Da wollen sie halt immer die Tornuptos hier haben. Eins von meinen beiden. Ah, das ist wieder das. Ja, aber ein Tornupto bräuchte ich eigentlich noch. Ich kann auch mal probieren, es so zu basteln, aber will ich eigentlich nicht. Tornupto für Dampfkessel. Was für Tornupto ist denn das? Achso, das ist das eine, was gelockt ist. Okay, ich habe 3 von den Dingern. Eins bräuchte ich noch. Ein einzelnes. Ja, und hier für ein Mew. Ja, ja, so sehe ich aus. So sehe ich aus. Nee, Leute. Da kriege ich jetzt erstmal nichts für. Ihr lasst mir in den Kommentar da einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht spiele ich offscreen ein bisschen und farm wieder Turniertickets. Weiß ich aber noch nicht, auch wegen Zeit und so weiter. Aber kann man ja auch in der Versusleiter bekommen. Hier kriegt man ja zum Beispiel 5. Und ich glaube, bei den nächsten kriegt man auch wieder was. Aber es geht ja nur 15 Stunden, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Weil ich jetzt auch noch ein bisschen lerne. Also Leute, ihr lasst mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, auch wenn der Part heute ein bisschen kürzer ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht, mit dem Pokémon Trading Card Game von Wolfbyte LP. Bis dann, euer Wolf.